Das Adventerlebnis 2006 sorgte für einen vollen Marktplatz in Weizenkirchen. Neben den Punschständen ging es bei den Eismännern besonders heiß her. Die Idee dazu kam von der Kaufmannschaft Weizenkirchen. Aus diesem Grund, weil wir gesagt haben, wir wollen im Advent einmal was Einzigartiges zusammenbringen. Nicht so, wie es im jeden Ort sind, sondern wir wollen es einmal hervorheben. Und die Eismänner sind eigentlich in der größten Hitze im Sommer entstanden, wo sich ja jeder nach einer kühlenden Eis gesehnt hat. Und ja, so ist die Idee entstanden. Ja, es war unsere Hoffnung, dass wir mit diesem Event wirklich viel Publikum anziehen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Es ist eine Sache, die nicht alltäglich ist. Es ist eine Veranstaltung, die nicht alltäglich ist. Das heißt, eigentlich in der ganzen Umgebung hat sowas noch nie stattgefunden. Und die Idee ist ja, sehr, sehr gut angekommen, was uns natürlich besonders freut. Die erste Frage ist gleich, wie wird man Eismann? Na, durch viel Übung und durch beinharten Einsatz. So wird man Eismann. Und Eismänner werden von uns persönlich ausgesucht. Wie lange trainiert man, dass man so ein Kunstwerk innerhalb von einer Stunde zusammenbringt? Na, das waren 25 Minuten. Und ja, da muss man schon einige Trainingsstunden hintern, um auch, dass man es körperlich aushält. Weil so eine Motorsäge hat 3,80 Kilo, und dass man die 20 Minuten bewegt, ohne dass man absetzt, da muss man auch körperlich drauf sein, nicht nur vom Künstlerischen. Das Eisschnitzen sieht zwar spielerisch aus, gerade ungefährlich lebt ein echter Eismann aber nicht. Wir müssen auf uns wirklich aufpassen, die Sägen sind scharfe Rasierklingen, die restlichen Werkzeuge bewegen sich mit 28.000 Umdrehungen in der Minute, einmal reingreifen und die ganze Hand kann weg sein. Ein Eisblock hat 140 Kilo, einmal ins Rutschen würde einen Mann erdrücken. Auch wenn der fertigen Eiskulptur keine lange Lebensdauer beschert ist, gefallen hat die Show auf jeden Fall. Im Leben ist alles vergänglich und da zeigt sich wirklich die Vergänglichkeit. Weil irgendwann ist einmal von der ganzen Chose gar nichts mehr da. Und das ist das Interessante an dieser Kunst, weil das spiegelt wirklich die Vergänglichkeit des Lebens. Ganz besser, allerhand. Dass die Mühlviertler so mit dem Eis umgehen, habe ich gar nicht gewusst. Es ist eine wunderbare Sache. Die Weizenkirchener Kaufmannschaft und alle, die sich der Sache angeschlossen haben, haben sich bemüht. Und es hat alles dazu gepasst. Der Wettergott, das ganze Ambiente rund um den Marktplatz, eine tolle Sache und eine sehr gute Leistung von den Schnitzern. Ich habe eigentlich nicht viel gesehen, weil ich bin die ganze Zeit dort vorne gestanden. Aber es schaut gut aus, ja. Was man da sieht. Ja, ich sage mal, das Feuerwerk am Anfang und die Flammen mit dir. Das war eigentlich ein ganz guter Effekt nur nebenbei, sage ich jetzt einmal. Und auch die Musik dazu hat das Ganze abgerundet, würde ich mal sagen. Wir haben das vorher schon ein bisschen ausgemacht gehabt, das Ganze. Und bin überrascht, was da rausgekommen ist. Gefällt mir gut. Im Advent soll es beim Eiszauber nicht bleiben. Für die Zukunft hat die Kaufmannschaft Weizenkirchen schon weitere Aktionen in Planung.